Mann, wie habe ich das denn immer gemacht? So irgendwie. Klimans Land auf Wish bestellt. Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu einem weiteren Video. Ihr seht, Big Chaos am Start. Ich habe ein paar Pakete bekommen und ich war gestern mit den Jungs, die jetzt auch gleich wieder mit am Start sind, Vico und Janis im Baumarkt und wir haben schon mal Holz besorgt, um mein Bett und mein Bettkasten zu bauen. Vico ist jetzt auch da. Der Bro, I'm stuck. Geh mal da lang einfach. Also, sag das doch du. Janis sieht auch richtig fit aus wieder. Gab gestern wieder ein Bier, ja? Einfach. Ja. Machst du Video? Noch Video. Muss doch von der Steuer absetzen können. Um nochmal einen kleinen Plan zu machen. Es ist jetzt tot aufgeräumt, ich weiß. Wir wollen so ungefähr von hier, hatten wir gesagt, anfangen, ne? Also bis hier, oder? Wie willst du denn da hinkommen? Da ist doch alles voll. Ja, aber was hatten wir denn gestern gesagt? Ja, weiß ich doch nicht mehr. Ja, Junge, ich auch nicht. Also im Prinzip will ich, dass der Bettkasten quasi bis, ja, sagen wir mal, hier geht. So. Und dann halt bis straight vorne durch. Dann habe ich hier eine Menge Ladefläche für Krimskrams, so wie das da, eine Box, Elektronik-Scheiß, den ich noch einbauen möchte. Ja, und dann halt, keine Ahnung, das hatten wir gesagt, 45? Hoch. 45 hoch. Das so bis hier. Kann man das sehen? In Relation. Ja, irgendwie so. Und dann halt das Bett bis hier hoch und dann klappen. Soweit so gut, denke ich. Kriegen wir das hin? Nee. Nee. Ja, ich habe auch gestern noch mal eine Privatinsolvenz angemeldet, als ich beim Baumarkt Holz gekauft habe. Das waren 300 Euro. Ich heul. Ja, für mein Bett habe ich 170 bezahlt. Tja, das ist frech. Ja, meine eine Woche alte Shisha ist jetzt hinüber. Oh, Junge. No way. Digga. Naja. Gartenstühle? Ja, wo wir die rauflegen können. Ich habe zwei Campingstühle. Ich auch, habe ich plus gemacht gestern. Wir haben zweimal 2 Meter, die wir als volle Länge benutzen fürs Bett. Für den Bettkasten. Einmal für oben und für unten und für die Innenseite, da wo der Radkasten ist, machen wir dann einen 1 Meter und 1 Meter und den Rest müssen wir gleich nochmal improvisieren. Meine Tische sind ja nur auch Böden. Ach, ja, stimmt. Und nebeneinander eben die 500 Kilo schwere Batterie. Oh Gott. Ja, das minus Dings wäre hier. 45 minus 12. 33. Warte mal. Das Dings ich. Nee, das sind genau. 45 minus 12? Ja. Sind 33. Ja. Ja, dann brauchen wir noch 4, oder? Ja, eigentlich 5. 5, 4? Schon ankanten muss man. Ist ja auch schon wieder 12. Ja, so. Prost. Prost. So, wollt ihr euch mal ein bisschen fordern, Leute? Nee, fordern, mit dem Fordern ist das auf dem Sonntag nicht so. Ich hab hier ein bisschen einen Wheelspin. Vico! Jetzt die Shisha. Dann hast du schon Schiss gehabt, dass du die Glasflasche da rummisst. Jetzt räumst du dir alles. Digga, das ist ganz gefährlich, Nick. Das da hinzustellen, ey. Nicht hinter Vico. Am besten in die Erde einbringen oder so. Mann, wie habe ich das denn immer gemacht? So irgendwie. Jetzt einfach den Aal hier hochziehen. Oh, zieh den nicht in die Hand. Klimans Land auf Wish bestellt. Ich hole mein Bier, Janis, willst du auch was? Aua. So, was ist passiert? Keine Ahnung, was ist los. Also der hier ist auf jeden Fall kürzer als die anderen. Ja, ist die Frage, ob das jetzt der war. Und der hier ist länger als die. Ach, der ist länger und unter die anderen, falls die ein bisschen kürzer sind, packst du ja, noch unter Papierdeckel oder so. Ja, drin. Richtig, so ein Ding. Das splittert schon. Ja. Ja, das war aber klar. Hätten das gute Holz kaufen sollen. Das gute Holz hätte einfach viermal so viel gekostet. Ja. Ich hätte einfach den Wagenwert in Holz gekauft. Ja, ist echt so. Oh, das hasst sich. Ja, weil keine Pfeile und so. Das P im Lauf steht für professionell. Wieso? Was sind das für Schrauben? Das ist ein Arsch, ey. Super. Wieso ist das kacke? Ja, die knien halt auch noch mal durch, weil du, wenn du da ein bisschen Kraft drauf gibst. Ja, das wird schon. Scheiße, haben wir gar nicht drauf geachtet, ne? Nee. Deswegen waren die wahrscheinlich billiger als die anderen.
Ja, true. Die haben nur 6 Euro, aber, nee, 12 Euro. Ich würde sie trotzdem vorbohren, ehrlich gesagt. Quatsch. Machst ein bisschen Spucke drauf, dann soll das auch nicht splittern. Habe ich mal irgendwie bei so einem Lifehack gesehen. Ah, ja, das, nee, das Ding war nur schräg. Alles gut. Das zieht sich. Das zieht sich. So, und du wirst jetzt einmal reinjuggeln damit, ja? Ja, warte, ich stelle mich hier ein bisschen zwei drauf. Zwei Stück, ne? Das soll ich, genau. Das sollte ich machen. Guck mal, er glimmelt jetzt schon, Alter. Ja, ist doch saftig, oder was? Ja, ja, scheiß drauf, es geht doch. Ja, okay. Funktioniert doch. Okay, okay, jetzt noch nicht eins gesplittert. Ja, das ist. Ja, aber das war vorher schon kacke. Oh. Ja, der war vorher drin. Hält doch, ist doch stabil. Ja, kann man doch eigentlich so lassen, oder nicht? Oh, die Spinnen. Oh. Oh, ich tritt drauf. Deshalb. Weiter geht's. Der splittert doch safe. Gar nichts gesplittert hier. Saftig. Ich mach jetzt rein da den Aal. Ja, schön. Ja, da will ich auch einfach in den Aal. Das haben wir mal noch alles. Ja, aber das ist reingestellt. Das ist besser, als wenn ich meinen Arsch direkt davor halte. Echt jetzt? Was? Das bringt Klicks. Ach nee, wir sind ja keine Frauen. Nee, nicht. Ich will doch ein Bier. Das ist ein Meisterwerk. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir haben hier nämlich einen kleinen Überhang. Hier haben wir auch 33. Das ist schon mal schlecht. 99,5 cm. Was? Wie kann das dann länger sein? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ja, wir nicht biegen das einfach und dann machen wir das schon. Kann das, ja, warte mal, aber kann das sein, dass das hier einfach schief ist? Also irgendwie. Nee, wir machen das schon. Ich zieh den hier so ein bisschen nach da. Du orgelst da jetzt gleich rein. Mach einfach. Ja, das zieht sich fest. Einfach rein, das zieht sich. Das zieht sich. Ey, Mann, ey, hat er meinen Schlimmer gezogen. Zieht sich da gar nichts. Das machen wir nicht, sagt er. Ja, das ist halt Spaltmaß wie beim Tesla, aber das passt schon. Das ist so schief. Aber das zieht sie, das ist doch. Ja, das ist doch hinten. Warte mal, das sieht doch eh keiner. Ich will jetzt hier mal kurz die Schiefe. Das ist richtig schief. Aber es hat die perfekte Höhe. Die Maße stimmt. Ja, das zieht sich. Ich hab mal 1,5 gepustet. Digga, da waren alle Lampen an. Ich konnte nicht mal mehr gehen. Ja, das war quasi gebaut, dann kommt hier noch die Querverschreibung rein. Und hier noch eine Querverschreibung. Ja. Und in die Mitte doch noch hier ein. Vorne kommt aber noch, weißt du? Und hier kommt ja noch mal quer, würde ich sagen, und hoch. Und hier ist dann der Radkasten. Genau. So, und hier würde ich halt nach wie vor noch eine Querverstrebung machen, hoch und also noch mal quasi so. Ja, so willst du dann nur. Das Ding ist ja absolut schief, Alter. Das ist echt nicht so schlimm. Ja, willst du da nur quer oder willst du hier noch einen Senkrechten drin haben? Ich würde da echt einen Senkrechten reinmachen. Wenn du da richtig drauf rumnagelst. Ja. Guck mal, das. Oh, ja. Ich würde noch einen Senkrechten reinmachen. Ja. Aua, perfekt die Kacke. Was tust du jetzt? Junge, der ist voll explodiert, oder? Guck mal, der ist hier einfach gerissen. Digga! Digga! Das voll abgerissen. Egal. Einmal übergerutscht. Also, der Profi. Ja. Akku leer. Akku leer. Ich hab gar nichts Akku leer. Gemacht. Ich hab nur einen Bier getrunken. Ja, der ist der leer. Fleck drin. Die Bank habe ich ja von Monte, ne? Ach echt? Ja. Und Digga, da ist ein Fleck drauf. Ich dachte ja, okay, gut, stand draußen, hat geregnet, ne? Aber Digga, der Fleck geht nicht weg. Ja, das ist ausgelaufen. Wie ist denn das zustande gekommen, ey? Das ist das Geile am Handwerker sein, ne? Da gibt's eigentlich immer Bier. Wollen wir das so machen, dass der hier so rangeht? Chat. Ja, ich leiste im Moment nur. Da redet man halt mit der Kamera. Ja. Und man kriegt auch eine Instant Response. Du kannst das streamen, wir sind noch eh. Ja, aber hier ist scheiß Netz. Ich kann hier so doppelt so. Ja, ich würde sogar sagen, von der Breite her, so wie du es jetzt hältst. Ja, wir haben auch schon wieder keinen zolligen. Doch, Rico hat eine in der Hosentasche. Oh, fahr den mal auch aus 30 cm. Ui. Ist das überhaupt gerade? Keine Ahnung. Ich meine, das wird spätestens gerade, wenn wir das verbinden. Willst du das so weit raus haben? Nee, Digga, guck mal, geh mal her. Digga, das ist mehr. Wie viel hattest du bei dir? Also du hast ja gestern gemessen, ne? Ich hab's vergessen, Junge. Perfekt, Digga. Das sind jetzt 50. Von der Wand aus. Von der Wand aus. Ui, was ein schöner Schlüsselanhänger. Findet ihr im Lauchstore. So, du bist ja, guck mal, von ganz drin. Du kannst ja von dieser Säule hier gehen. Oder du nimmst einfach von dem Scharnier hier. Das ist nämlich auch bei uns bei denen gleich. Das von Scharnier der Schraube. Bis hier sind 40. Aber es ist vom Scharnier und ich habe ja von innen drin gemessen. Jetzt vom Scharnier bis hier sind 40. 1:1 gleich über dir. Ich würde trotzdem näher ran. Also im besten Fall will ich meinen Sub da unterbringen. Ja, das würde und so die schon knapp werden. Weil ich will ja noch Solar und alles. Zweitbatterie, das soll ja alles mit rein. Ja, okay, dann ist es vielleicht gar nicht so dumm. Zweitbatterie mache ich ja längs. Wir haben ja hier quasi nichts, wo wir das befestigen können. Ja, hast du recht. Ich hatte überlegt, dass man nur das hier aufklappen kann. Weißt du, nur den Teil. Ja. Dann macht man halt den Teil fix. Wo auch dann das Bett befestigt. Ah, nee, das geht auch nicht.
Weil hier ist ja der Rahmen, das ist ja der Dings, also müsste das Bett ja hier irgendwie sein. Das muss da sein. Ne? Mhm. Dann macht man halt die Aufklapp-Dings hier, dass man das so hochklappen ja. kann. Und dann kann man halt genug entweder da reinstopfen oder wieder raus. Außerdem, das Geile ist, dann hast du da hinten ein bisschen Platz, wo du Handy und Trinken und so hinlegen kannst. Genau. Das hatte ich nämlich auch immer, das ist mega chillig. Ja. Also müsste dann auch mit zwei Bikes passen, weil bei Vico da hat, du hattest das immer ausprobiert, ne? Ja, ich hatte ja. Mavens Car drin. Eine vorwärts, eine rückwärts. Nee, beide vorwärts. Achso, beide vorwärts? Beide vorwärts. Weil du kannst dann beide halt in eine Richtung legen. Ja, okay, stimmt. Und ich muss die nicht in die Richtung legen, weil ich ja nach hinten raus muss. Stimmt, du kannst ja ein bisschen versetzt machen, ne? Ja. Oder wir machen einfach 25. Ja, mach 25. Was hattet ihr jetzt ausgerechnet? 25. Gut. Warte, mach mal zu hier. Okay, ich mach zu. Ich hab die ganze Zeit mein Auto auf und ja. Ich muss aber zuschießen. Der Junge, da ist ein Teufelbock drin. Ja, okay. Mehr wert als das Auto. Ja, aber die muss ich einstecken, Junge. Die hat echt einen weg jetzt. Echt? Funktioniert immer noch nicht? Nee, aber zwischendurch ging sie ja wieder. Aber jetzt am Stand neulich fing sie wieder an, so zu schnarren und so. Das ist so eine Scheiße. Ah, Geld gut investiert. Ja. Teufel 500, ich bin ruiniert. Ja, das ist halt, wenn du die bei 30 Grad richtig voll aufdrehst und dann durchfahren lässt, dann macht der irgendwie eher so einen Bauschalt. Ja, ich meine, so Ding wird ja auch warm. Vielleicht lösen sie, haben sich da, vielleicht haben sich da irgendwelche Kontakte gelöst. Ja, ich würde die auf jeden Fall einschicken. Ja, aber Hagen hat dieselbe und was wir mit der schon alles gemacht haben. Ja, aber hat Hagen nicht sogar die ganz große mit Rollen und so unten dran? Ja, die steuerst du. Ja. Ich hab die einen kleiner. Diese mit zum Tragegurt. Ja, die kann man auch tragen. Kriegst halt aber Rücken. Ja, Digga, die wiegt doch aber gefühlt 50 Kilo, Alter. Ja. So, dann stell ich jetzt mal wieder hin, dann kannst du wieder Zeitraffer machen. Aber die Große oder so. Hat das eigentlich auch. Also ich habe auch einen bei der Arbeit, der hat auch die Große. Mhm. Und der sagt auch, er hat das auch schon öfter. Aber Teufel ist da mega kooperativ, du schickst einen Chris Neuer. Ja, bei dem Preis. Ja, natürlich. Das ist die Apple.